Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute geht es darum, was kann ich tun, wenn es mir noch nicht leicht fällt, naja, positiv zu denken, negative Situationen irgendwie positiv zu drehen. Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin Raute Hesse und hier geht's rund um das Thema bewusstes Manifestieren deines glücklichen, selbstbestimmten Lebens. Heute, wenn ihr Lust habt, möchte ich euch mal teilhaben lassen an meinen Gedanken dazu. Was kann man tun, wenn es am Anfang noch ein bisschen schwierig ist, aus negativen Situationen, also die positiv zu sehen? Weil das ist ja, das sind wir ja nicht gewohnt. Also das bekommen wir auch nicht beigebracht. Also es passiert irgendeine ganz blöde Situation, keine Ahnung. Ich möchte jetzt auch irgendwie keinen Mangel erzeugen. Ich meine was ganz Einfaches. Du hast dir was ganz, ganz Leckeres gekocht und das ist aus irgendeinem Grunde verbrannt. Und jetzt gleich kommen die Gäste und du denkst, ach du Schande, was mache ich denn jetzt? So, und jetzt bist du richtig sauer, weil ich meine, vielleicht sind das besondere Gäste, auf die du auch ein kleines bisschen Eindruck machen möchtest oder vielleicht das erste Date mit jemandem und du wolltest gerade deswegen ein bisschen Eindruck machen oder ja, keine Ahnung. Du hast dieses Rezept zum ersten Mal probiert und dir lief schon das Wasser im Mund zusammen und du hast dich schon so drauf gefreut und also verstehst schon, ich male jetzt gerade ein Bild, warum man sich wirklich ärgert. Man ärgert sich ja nicht immer über verbranntes Essen. Und das ist schwierig. Dann es ist positiv zu drehen, weil man ärgert sich ja total. Ne? Man will ja, dass dieser Mann vielleicht einen ganz toll findet. Und es gibt immer zwei Möglichkeiten, eine Situation zu bewerten. Also klar, Mangel, Mist, wusste ich es doch oder klappt doch nicht oder hätte ich mal nicht und ich bin selber schuld. Das ist ja leider das Häufigste, was Frauen dann denken. Oder einfach ist immer das Gleiche oder diese Dinge, das geht. Oder eben aus der Fülle heraus zu reagieren. Na, jetzt bin ich aber mal gespannt, was daraus Positives entsteht, dass mir dieser Mist da gerade passiert ist. Ich glaube, wenn ihr schon zuhört, ich glaube, man fühlt dann schon den Unterschied. Nicht, ob es so ein Mangel entsteht, so eine negative Energie entsteht, oh Mist und Scheiße und wenn der Angebetete dann gerade schellt und ihr macht die Tür auf, dann steht er nicht vor dieser tollen, entspannten, aufregenden, coolen, intelligenten, schönen, keine Ahnung was, Frau, sondern vor so einem Nervbündel voller negativer Energien und das Erste, was ihm entgegenschwallt, ist, ach, ich habe so ein tolles Essen vor gehabt und blöd und schuldige, jetzt habe ich, ja, wir müssen was bestellen und ist Pizza für dich auch in Ordnung und er denkt, mir doch egal, was es hier heute zu essen gibt, ich will diese Frau und sonst gar nichts. Aber das denkt er vielleicht gar nicht mehr, weil er diese Frau gar nicht wiedererkennt, weil sie, ja, sie ist, weil sie halt na, sich so erlaubt hat, so in diese negativen Energien zu gehen. Es gibt, wie gesagt, diese beiden Möglichkeiten. Die andere Möglichkeit ist, dass du guckst in diese Auflaufform und da ist alles schwarz. Keine Ahnung, weil du gerade dabei warst, ja, zu programmieren, wie toll das mit dem Mann wird. Und dieses Bild, was du dir erstellt hast, vielleicht mit mir zusammen, ist so schön, dass du eben nicht 10 Minuten programmiert hast, sondern eine Dreiviertelstunde. Das macht mein Mann tatsächlich manchmal. Also es ist ja im Endeffekt so, dieses Visualisierungsbild, dieser MF, den man, also Manifestierungsfokus, den man erstellt, also bei meiner Technik, da fühlt man sich einfach so wohl, dass mein Mann manchmal eine Dreiviertelstunde drin bleibt, was natürlich dann die Manifestierung auch enorm beschleunigt, was sie bestätigen kann als eine Frau. Genau, vielleicht hast du gerade dann da 10 Minuten manifestiert und deswegen ist alles angebrannt. Und dann wäre die zweite Möglichkeit eben zu sagen, oh, bin mal gespannt, was da Schönes draus entsteht. Und dann Ding Dong steht er vor der Tür und du öffnest und sagst, ja, tut mir leid, heute gibt's schwarzes Essen. Und er sagt, das ist mir ganz egal, ich habe sowieso nur Hunger auf dich. Naja, also das müssen wir jetzt nicht vertiefen. Er versteht aber genau, was ich sagen will. Ne? Also das, es tut nicht gut. Also ich meine, wir können das machen, weil das machen ja alle so. Also insofern so dieses Blöd und habe ich mir gleich gedacht und ich bin schuld und hätte ich mal nicht. Das machen alle. Also das heißt, da bist du gut aufgehoben. Diese eine Strähne hier, die stört.
Da bist du gut aufgehoben in der Gesellschaft. Da wird auch, wenn du das erzählst, werden auch alle sagen, ja genau. Da wird keiner sagen, nee, wäre vielleicht besser gewesen, wenn du dann versucht hättest, ins Füllegefühl zu kommen. Also insofern gut, bist du dann gut aufgehoben. Aber es hat dir nicht gedient. Es hat uns nicht gedient. Und wenn wir es schaffen, dann, und im Endeffekt müsste eigentlich, könnten wir immer denselben Satz sagen. Oh, verbrannt, Mist. Ah, jetzt bin ich aber mal gespannt, was für mich da Positives draus entsteht. Denn es wird etwas Positives draus entstehen. Weil erstens entsteht immer etwas Positives und zweitens, während du gerade in einer Manifestierung bist, geht ja über die Brücke der Ereignisse, entstehen ja ganz viele Ereignisse. Manchmal denkt man, die sind nicht gut und so, aber im Endeffekt gehen alle auf dieses eine Ziel hin, nämlich die Wunscherfüllung. Und dann dieser verbrannte Auflauf ist einfach nur ein Schritt auf dieser Brücke der Ereignisse zum erfüllten Ziel. Konnte es gerade nicht einschätzen, warum. Und wenn dir das aber noch schwerfällt, was ich echt total verstehen kann, also am Anfang, weil wir so nicht erzogen werden. Wir müssen da aus unserer Komfortzone raus. Wir müssen, das ist wirklich ein Übungs- und ein Lernprozess. Dann hilft Humor, finde ich. Das ist so ein kleiner Tipp, den ich mitgeben möchte. Dann hilft Humor. Also verdammter verbrannter Auflauf, dass du dann denkst, ja, mein Gott, da kriegt er jetzt eben kein Essen, da müssen wir gleich in die Falle. Oder, keine Ahnung, oder dir fällt irgendeine Selbstironie ein oder du sagst, ja, anscheinend habe ich andere Fähigkeiten. Oder weiß ich nicht, mir fällt jetzt gerade ad hoc nichts ein. Ich bereite diese Videos ja nicht vor, ich lasse das ja kommen. Darum fällt mir jetzt gerade kein besseres Beispiel ein. Und ich mache das tatsächlich so und das mache ich schon sehr, sehr lange so. Na gut, ich mache das jetzt ja auch schon sehr, sehr lange. Naja, ich stelle mir vor, ich bin der Regisseur dieser Szene. So, und das ist jetzt eine Komödie. So, und die Hauptdarstellerin, das wäre jetzt mal ich, wartet jetzt auf diesen aufregenden neuen, hoffentlich Partner und hat dieses Essen gekocht und ist alles verbrannt. Und dann stelle ich mir einfach vor, in dieser Komödie, ich bin ja der Regisseur, ich bestimme ja, wie es hier weitergeht. In dieser Komödie, was passiert dann so, dass am Ende alle lachen? Wisst ihr? Genau, und dann wird's einfach alles leichter. Dann stehe ich schon davor und dann sehe ich quasi den Film laufen, ne? Wie die Hauptfigur vor diesem verbrannten Auflauf steht und denkt, oh, was mache ich denn jetzt? Und dann schmiert sie Butterbrote und was weiß ich. Und dann schält es, boom, und sie hat noch die Leberwurst an der Hand und macht die Tür auf und ihr wisst, also was daraus für lustige Verwicklungen entstehen können. Und dann rutscht sie vielleicht, nee, das ist ja wieder negativ, ganz egal. Und er sagt, du riechst so nach Leberwurst, das ist meine Lieblingswurst. Ich fand sowieso, dass du die tollste, schlauste, intelligenteste, interessanteste, schönste Frau der Welt bist. Und jetzt riechst du auch noch nach Leberwurst. Das, keine Ahnung, ihr wisst, was ich meine. Also dann stelle ich mir einfach vor, ich bin der, nee, ich stelle es mir nicht vor, ich bin der Regisseur. Und ich stelle mir vor, das ist gerade eine Komödie. Und dann, weißt du, dann ist dieser verbrannte Auflauf und diese Scham, ne, und dieses Unangenehme einfach vorbei. Das ist so weggewischt. Und wenn er dann kommt, dann stehst du da und sagst, pass auf, hier gibt es nur verbrannten Auflauf. Was machen wir beide jetzt Schönes? Und dann sagt er entweder, wir gehen Pizza essen. Oder, was hast du denn sonst noch im Kühlschrank? Und guck dir da zusammen rein und sagt, da können wir das und das machen. Du sagst, kochen kannst du auch noch? Und dann kocht ihr zusammen. Und dann, gut, ihr ahnt, wie die Geschichte ausgeht. Das wollte ich euch gerne einfach mal mitgeben. Wir haben immer zwei Möglichkeiten, die Situation zu bewerten. Aus dem Mangel oder aus der Fülle. Und wenn wir einfach so in dieser Übung drin sind, das im Mangel zu machen, dann versuchen wir es einfach mit Humor oder mit dieser Technik. Wir sind Regisseur einer Komödie. Viel Erfolg. Und wenn ihr also Kontakt zu mir möchtet, im Anschluss gibt es diese Plakat mit all meinen Kontaktmöglichkeiten. Abonniert gerne meinen Kanal, schreibt gerne Kommentare, ich beantworte sie alle und vielen Dank, dass du geschaut hast.